die erste Übung zu den Matrizen. Gucken Sie sich folgende Matrix an, nämlich 1, 1, 1, minus 1. Ich wüsste gerne, was diese Matrix anschaulich tut. Was tut diese Matrix Ortsvektoren in R2 an? Wenn Sie hier einen Ortsvektor einsetzen, ausrechnen, was rauskommt, können Sie es ja wieder einmalen. Dieser Ortsvektor wird zu einem neuen Ortsvektor. Nehmen Sie sich mal, sagen wir, vier verschiedene Ortsvektoren, die Sie da einsetzen. Gucken Sie, was rauskommt. Was passiert geometrisch? Was tut diese Matrix geometrisch den Ortsvektoren an? Ist das eine Verschiebung? Höchstwahrscheinlich nicht, wenn Sie die Videos geguckt haben. Ist das eine Skalierung, eine Spiegelung, eine Drehung, irgendwie was Kombiniertes? Was macht diese Matrix? Das soll jetzt erstmal eine Fingerübung sein, dass Sie sich nochmal angucken, wie denn jetzt eigentlich Matrix mal Vektor gerechnet wird und gleichzeitig ein erster Einstieg in die geometrische Funktion von Matrizen. Was tun die eigentlich geometrisch, insbesondere diese hier? Sie sehen, es geht nicht ohne blöde Fingerübungen. Es hilft nicht, nur die Idee zu haben, man muss es auch ein paar Mal machen. Zeile mal Spalte. Aus der Matrix nehmen Sie die Zeilen und hier haben Sie eine Spalte. So. 1, 1 aus der Matrix nehmen, diese Spalte nehmen. Einmal x plus einmal y. Das steht hier. Ich rechne sofort allgemein mit xy, nicht mit festen Zahlen. X plus y. Für die zweite Zeile des Ergebnisses, die zweite Zeile der Matrix, unsere eine Spalte. Einmal x minus einmal y. X minus y. So wäre das. So nicht anders. Hätte man alles andersrum erfinden können, Vektoren nach links schreiben oder nach oben schreiben, wie auch immer, hat sich historisch jetzt so entwickelt. Das ist die Multiplikation Matrix mal Spaltenvektor. Um Sie zu ärgern, schreibe ich dazwischen jetzt kein Malzeichen, weil diese Multiplikation nicht ganz so schlimm ist wie die Multiplikation zweier Vektoren. Wenn Sie dazwischen Malzeichen schreiben wollen, schreiben Sie eins. Aber ich habe tatsächlich einen Grund, warum ich keins schreibe. Dieses ist natürlicher, als einen Vektor mal einen anderen Vektor zu rechnen, Skalarprodukt zu bilden. Deshalb schreibe ich da kein Malzeichen. Schreiben Sie ruhig eins. So, was heißt das jetzt geometrisch? Ein paar Beispiele nehmen. Ich bin ein fauler Mensch, deshalb nehme ich einfach lauter Einsen in den Beispielen. Links male ich jetzt, wie ich reingehe, die xy, meine ursprünglichen Ortsvektoren. Rechts male ich, was rauskommt. Die verbogenen Ortsvektoren. Am einfachsten natürlich der Ursprung. Hat es jemand von Ihnen ausprobiert? Das ist natürlich das Allereinfachste, den Ursprung zu nehmen. 0, 0, 0, 0 wird 0, 0. Das ist bei allen Matrizen natürlich so. Egal, welche Matrix ich nehme, eine Matrix mal den Nullvektor, sowieso mal 0 plus sowieso mal 0. Kein Wunder, Sie kriegen immer den Nullvektor raus. Der ist geschenkt. Der Ursprung bleibt liegen. Damit sieht man schon, Verschiebungen gehen so nicht. Es gibt in der Computergrafik dann irgendwann einen Trick, falls Sie jemals sich damit beschäftigen sollten, wie man das trotzdem hinkriegt, Verschiebungen mit Matrizen zu schreiben. Üblicherweise in der normalen Form kriegen Sie keine Verschiebungen hin, weil der Ursprung liegen bleiben muss. 0, 0 einsetzen gibt 0, 0. Nehmen wir hier den hier. 1, 0. X ist gleich 1, y ist gleich 0. Diesen Ortsvektor setze ich ein. X gleich 1, y gleich 0. Und ich kriege 1, 1 raus. Der hier landet da. Jetzt nehmen wir mal die Farben aus. 0, 1. Also diesen Ortsvektor nehme ich, setze den ein. X ist gleich 0, y ist gleich 1. Dann steht da 1 minus 1. Dieser Punkt wird zu 1, upsala, minus 1, da unten landen. Ja, das klappt ja so gerade noch. Und der letzte hier, noch in Farbe, ein heftiges Pink hier, das 1, 1, x gleich 1, y gleich 1, Sie kriegen 2, 0. 2, 0.
0. Den letzten hätte ich mir eigentlich auch denken können, weil, wenn sich den angucken und den angucken, dann ist unser dritter die Summe von den beiden. Und das gilt auch hier im Ergebnis. Das Ergebnis für das eine, das Ergebnis für das andere Ding und hier die Summe von den beiden ist unser dritter. Wenn hier die Summe zweier Vektoren steht, kann ich ausklammern und ich kriege hier die Summe der zwei Ergebnisse. Insofern hätte ich mir den dritten hier anders zusammenraten können. So, und jetzt kann man gucken, was hier eigentlich denn passiert ist. Wenn Sie hier irgendein Häuschen oder einen Buchstaben oder was auch immer einmalen, was würde hier eigentlich passieren? Der Buchstabe F ist gut, weil der ist ohne Symmetrieachse. Was wäre dem Buchstaben F passiert, wenn ich das jetzt mit allen unendlich vielen Punkten des Buchstaben F gemacht hätte? Denn diese Kante von grün nach orange liegt hier. Der Ausleger ist von orange nach pink. So. So wird der Buchstabe liegen. Was passiert also geometrisch? Was macht diese Matrix geometrisch? In der Tat. Also es sind eigentlich so drei Sachen, die jetzt passieren, gleichzeitig passieren. Das Offensichtlichste ist, dass hier irgendwie gedreht wird. Dieser Buchstabe stand aufrecht und jetzt steht er irgendwie 45 Grad quer. Aber nicht nur das, der Buchstabe ist gespiegelt. Hier steht das F richtig rum und hier steht das F in Spiegelschrift. Vor allen Dingen haben wir eine Spiegelung drin. Man könnte diese Drehung und diese Spiegelung auch zusammenfassen, wenn man um die richtige Achse spiegelt. Aber erstmal sieht das aus wie Drehung und Spiegelung. Und nicht ganz so offensichtlich eine Skalierung. Wenn Sie sich diese Kantenlänge hier angucken, wie groß ist der Buchstabe, dann sehen Sie, hier ist es die Länge 1 und hier ist es Wurzel 2, die Diagonale hier im Einheitsquadrat. Das heißt, ich habe irgendwo auch eine Skalierung um Wurzel 2 drin, aber einheitlich um Wurzel 2. Diese andere Länge hier, Länge 1, ist auch hier wieder Wurzel 2. Also es ist auch einheitlich um Wurzel 2 hochskaliert. Also man kann sehr viele geometrische Transformationen mit Matrizen beschreiben, nicht alle, wie gesagt, Verschiebung ist ein Problem. Und natürlich muss das Ganze linear sein. Was ich nicht kriege mit Hilfe einer Matrix, ist, dass hier so ein, was weiß ich, ein Verwirbelungseffekt entsteht oder so. Das kriege ich mit der Matrix nicht hin, offensichtlich, weil Summen wieder Summen bleiben müssen und Vielfache wieder Vielfache bleiben müssen. Wenn ich diesen Buchstabe auf das Doppelte vergrößere, überall die doppelten Werte einsetze, hier die doppelten Werte habe, dann kommen natürlich auch die doppelten Werte raus, weil ich den Faktor 2 rausziehen kann. Dann kriege ich sowas raus. Und dasselbe mit Summen von Vektoren habe ich eben schon gezeigt. Das heißt, so krummlinige Geschichten werden nicht gehen, aber Drehungen, Spiegelungen, Skalierungen, die einfachen Transformationen wird man wohl offensichtlich mit Matrizen hinkriegen. So, das war Schritt 1. Schritt 2. Wie komme ich wieder zurück? Jetzt schreiben Sie mal eine Matrix hin, wie ich wieder zurückkomme, mit der ich wieder zurückkomme. Ich möchte mir diese Figur nehmen und wieder zurückgehen mit Hilfe einer Matrix. Eine Matrix auf diese Figur anwenden, sodass das F wieder gerade dasteht. Wie müsste diese Matrix aussehen? Bestimmen Sie die mal. Ja, es gibt tausend Wege, das zu machen. Sie können über die Geometrie gehen. Irgendwie muss wieder gespiegelt werden. Es muss rückwärts skaliert werden. So könnte man es probieren. Man könnte es auch rein rechnerisch probieren. Probieren Sie es mal irgendwie. Mit welcher Matrix komme ich wieder zurück zum Original? Also ich würde versuchen, eine Gleichung aufzustellen. Ich weiß, was rauskommen soll, das Original. Was tue ich diesem Vektor an, damit xy wieder rauskommt? Das wäre die Gleichung, die spannend ist. Gegeben dieser Vektor hier rechts, wie kriege ich aus dem wieder xy raus? Gegeben der Vektor auf der rechten Seite, x plus y, x minus y, wie kriege ich aus diesem Vektor durch irgendeine Operation wieder xy raus? Das ist die Frage. Und dann weiß ich, was ich geometrisch machen muss. Was für eine Matrix muss ich da hinschreiben, damit ich aus dem Ergebnis wieder das Original kriege? Das ist der Weg rückwärts. Die Vektoren hier sind sozusagen x plus y, x minus y verformt. Was tue ich den Vektoren rechts an?
um wieder das Original rauszukriegen. Diese Matrix hier beschreibt diese rote Abbildung, die Transformation von rechts nach links. Und versuchen Sie mal, so eine Matrix anzugeben. Das ist gewagt für den Anfang der Matrizenrechnung, ich gestehe das. Nochmal, was mir hier vorschwebt. Mit dieser Originalmatrix komme ich von links nach rechts. Das haben Sie gesehen. Ich nehme links den Ortsvektor irgendeines Punkts, schmeiße den von rechts an diese Matrix rein und kriege einen neuen Ortsvektor raus. Auf diese Weise verforme ich meine Ebene. Sie sehen, wenn Sie in der Ebene den Buchstaben groß F so markieren, liegt er dann anscheinend quer und ist ein bisschen größer geworden und ist gespiegelt. Das passiert in der einen Richtung. Diese Matrix nimmt die Ebene und verformt sie mit Haut und Haaren. Jetzt möchte ich das rückgängig machen. Die verformte Ebene habe ich und jetzt möchte ich diese Verformung mal rückgängig machen. Dieser schräg liegende, etwas große Buchstabe F soll wieder original liegen und alles andere, wenn hier ein Punkt ist, soll der dahin kommen und dieser Punkt soll dahin kommen. Rückwärts gerechnet, alles wieder rückgängig gemacht, aufgeräumt. Und ich hoffe, dass das wieder mit einer Matrix geht. Es wird auch tatsächlich mit einer Matrix gehen. Es wird eine Matrix geben, die diese Punkte nimmt, zum Beispiel insbesondere diese vier Punkte nimmt und diese vier Punkte draus macht. Eine Matrix, die rückwärts rechnet. Also allgemein, das Ergebnis der einen Rechenoperation, ein Punkt hier, möchte ich jetzt wieder in das Original verwandeln. Eine Matrix, die diesen Ortsvektor nimmt und den Ortsvektor draus macht. Eine Matrix, die rückwärts arbeitet. Das habe ich hier hingeschrieben als Aufgabe. Eine Matrix, die rückwärts arbeitet, die einen Ortsvektor da rechts nimmt und das Original draus macht. Für alle x, für alle y. Und jetzt ist es eine rein rechnerische Aufgabe. Was schreiben Sie, welche vier Zahlen schreiben Sie in diese Matrix rein, damit da wieder xy rauskommt? Überlegen Sie sich, was passiert. Zeile mal Spalte gibt x, Zeile mal Spalte gibt y. Was muss hier stehen? Dann wissen Sie, was diese Matrix ist. Und Sie können sich auch wieder überlegen, was diese Matrix geometrisch eigentlich tut. Ja, wenn immer ich Fragezeichen male, ist eine gute Idee, meine Fragezeichen durch echte Variablennamen zu ersetzen. So, A, B, C, D. Ich kenne A, B, C, D nicht. Irgendwelche Zahlen, die ich so wählen möchte, dass dieses Produkt Matrix mal Vektor gleich dem Vektor ist. Wir können das ja hier hinschreiben. Was heißt das? Das ist a mal x plus y plus b mal x minus y in der oberen Komponente. Unten diese Zeile mal die Spalte c mal x plus y plus d mal x minus y. Das soll immer x sein, das soll immer y sein. Wenn ich es jetzt ganz heftig aufschreiben würde, sähe das so aus. Also a mal x plus y plus b mal x minus y soll sein x für alle x und c mal x plus y plus d mal x minus y soll sein y für alle x, y. Das könnte man jetzt ausführlich lösen, aber das lohnt sich eigentlich gar nicht, weil wir können direkt ablesen, was passieren muss. In der oberen Gleichung muss y rausfliegen. Auf der rechten Seite steht nur x, y muss rausfliegen. Y fliegt dann raus, wenn a gleich b ist. So und so viel mal y minus so und so viel mal y. A muss gleich b sein. Nur dann fliegt y raus oben. Und jetzt brauche ich ein x. A gleich b, ich brauche ein x, also ein halb. A muss gleich b sein, es muss ein x sein. A ist ein halb, b ist ein halb. Das hätte man jetzt auch ausführlich irgendwie rechnen können, aber das lohnt sich nicht. Mit etwas Übung sehen Sie, a muss ein halb sein, b ist ein halb. Unten soll immer y rauskommen, das heißt, ich muss x loswerden. Das x muss rausfliegen. C mal x, d mal x. Das x fliegt raus, wenn d das Negative von c ist. Dann haben Sie so und so viel x minus so und so viel x. Nur dann fliegt x raus. Das weiß ich damit. D ist das Negative von c. Wie viel y habe ich? C mal y minus d mal y. Ich will zum Schluss ein y haben. Also c gleich ein halb, d gleich minus ein halb. Hätte man auch ordentlich ausrechnen können, lohnt sich eigentlich nicht. Das kann man ablesen. So habe ich jetzt ein halb x
minus 1/2 x, x fliegt raus, 1/2 y minus minus 1/2 y ist plus 1 y. Also die gesuchte Matrix. Die gesuchte Matrix ist also. Oh, ich habe es wirklich mit Äquivalent. Matrix ist also 1/2 minus 1/2. Und keine große Frage, was die geometrisch macht, das könnte man jetzt aufmalen, aber es ist klar, was die geometrisch macht. Sie macht die erste Matrix rückgängig. Das heißt, diese Matrix hier, die neue Matrix wird auch irgendwie schräg spiegeln und sie wird eine Skalierung beinhalten. Um welchen Faktor wird diese Matrix hier skalieren? Genau, durch Wurzel 2. Wenn diese Originalmatrix alles jede Länge mal Wurzel 2 nimmt, wird unsere neue Matrix jede Länge durch Wurzel 2 nehmen. Lustig ist, Sie sehen, hier steht nirgendwo was von Wurzel 2 drin und in der Originalmatrix steht auch nichts von Wurzel 2 drin. Also es gibt Phänomene, die sich erstmal so ein bisschen verbergen vor unserem Auge. Was wir hier jetzt gesehen haben, sind eine Matrix und ihre Umkehrmatrix. Der Begriff Umkehrmatrix kommt später nochmal ausführlich. Wir haben es schon mal gesehen. Also zu dieser Matrix kann ich eine andere Matrix angeben, nämlich diese hier, die die umkehrt, die die rückgängig macht. Das ist so eine Art Kehrwert. Diese Matrix ist in gewisser Weise ein Kehrwert unserer Originalmatrix. Beim Körnchen Salz. Wurzel 2, warum Wurzel 2? Wie gesagt, es ist verborgen. Sie sehen es, wenn Sie einen Vektor nehmen und einsetzen. Wenn Sie, dann nehme ich den hier. Wenn Sie diesen Vektor hier nehmen und einsetzen, der hat offensichtlich die Länge 1. Und was Sie rauskriegen, hat offensichtlich die Länge Wurzel 2. Weil hier irgendwas gebildet wird mit 1, 1, jeweils quadrieren und Wurzel draus ziehen, Pythagoras. Also diese Einsen kombinieren sich auf schräge Weise zu einer Wurzel 2 mit Pythagoras. Das ist verborgen. Ich hoffe, dass es im Laufe der nächsten 2-3 Wochen etwas klarer wird. Man kann ganz viele Sachen in Matrizen mit sehr viel Übung ablesen. Nehmen Sie das vielleicht einfach nochmal so hin. Diese Wurzel 2 ist gut versteckt. Man muss etwas Übung haben, um sie da zu entdecken in dieser Matrix. Entwickelt sich hier aus diesen beiden Einsen, Pythagoras und diese beiden Einsen. Daraus kommt die Wurzel 2.